Das Ausbildungsjahr hat begonnen. 22.000 Lehrstellen sind allerdings in Mitteldeutschland unbesetzt geblieben. Dabei suchen 15.000 Schulabgänger noch eine Stelle. In Folge 2 unserer Reihe Azubi gesucht stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor, das gern und viel ausbildet, aber immer seltener den Richtigen findet. Mark Neukirchen. Ein 7000 Einwohnerort inmitten vom malerischen Hügeln des Vogtlands gelegen. Das Besondere, Mark Neukirchen ist das deutsche Zentrum des Musikinstrumentenbaus. In der Meisterwerkstatt Jürgen Vogt wird aus einem Stück Blech ein Blasinstrument gefertigt. Kerstin Vogt gibt hier den Ton an. Ihr Vater gründete 1988 die Meisterwerkstatt. Mit 70 ist er immer noch täglich im Betrieb. Heute arbeitet er an einer Tuba. Es passt. Zur Ruhe setzen, für ihn keine Option. Erstens liebe ich meinen Beruf. Zweitens über 50 Jahre berufliche Erfahrung. Die lässt sich leicht an Lehrlinge und Kollegen weitergeben. In der 11. Generation arbeitet die Familie im Musikinstrumentenbau. Seine Meisterwerkstatt gründete Jürgen Vogt 1988 in der heimischen Doppelgarage. Anfang der 90er platzte mit 10 Mitarbeitern die Werkstatt aus allen Nähten. Es folgte der Umzug ins Gewerbegebiet. Mittlerweile werden hier alle Bestandteile unter anderem für Trompeten und Posaunen selbst angefertigt. Über 6000 Bestandteile umfasst das Sortiment der Meisterwerkstatt. Kerstin Vogt war 1990 die erste Auszubildende bei ihrem Vater. Ausbildung ist für uns essentiell, den Nachwuchs nach unserem eigenen Rezept hier auszubilden. Das ist auch ein Stück Erhalt der Handwerkskunst, der Tradition. Aber natürlich auch ganz uneigennützig der Erhalt der Firma. Markus, ich zeig dir jetzt mal das Auflöten von Querstegen. Wir haben also die Vorrichtung. Und immer schön aufpassen, ist es immer sehr heiß. Wir haben Stützenplättchen. Vorsichtig hier drauflegen und dann etwas Silberlot innen reingeben. Und dann von allen Seiten schön warm machen. Die Flamme am besten. An der Spitze ist es am heißesten, an der blauen Spitze. Markus Kunze ist im zweiten Ausbildungsjahr. Der 21-Jährige wollte etwas Handwerkliches erlernen. Da er selbst Musiker ist, brachte es ihn in den Musikwinkel nach Mark Neukirchen. Mittlerweile ist es für ihn nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft. Weil es ein seltener Beruf ist, den jetzt nicht unbedingt jeder hat und den man damit natürlich auch am Leben halten kann, indem man eine macht, dann ist es ein anspruchsvoller Beruf, wo man eben auch drin wachsen kann. Dieses Jahr fehlt Vogts noch der passende Bewerber. Bisher blieben die Vorstellungsgespräche ohne Erfolg. Das Handwerk des Metallblasinstrumentenmachers ist auch nicht zu unterschätzen. Langes Stehen, Schmutz und Staub gehören genauso dazu wie Genauigkeit und präzises Arbeiten. Denn am Ende kommt es auf den richtigen Ton an. Für eine handgefertigte Posaune wie diese hier bedeutet das mindestens 120 Arbeitsstunden. Viele hunderte Arbeitsschritte sind zu erledigen bis zum fertigen Instrument. Ein Kunsthandwerk also, das einiges von den Auszubildenden abverlangt. Man lernt es nicht von heute auf morgen. Es ist an vielen Stellen auch mal schwer, in vielerlei Hinsicht, auch körperlich. Und da braucht man einfach ein bisschen Ausdauer, um dran zu bleiben. Und ansonsten ja, ein handwerkliches Geschick wenigstens grundlegend. Also man sollte jetzt nicht unbedingt zwei linke Hände haben. Markus Kunz ist einer von 4 Azubis. 42 Mitarbeiter arbeiten insgesamt in der Meisterwerkstatt. Kerstin Vogt ist es wichtig, gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung herzustellen. Wir versuchen, ein relativ familiäres Umfeld hier zu schaffen, den engen Kontakt unter den Kollegen
Das ist uns wichtig. Und jeder, der hier als Azubi eingestellt wird, hat von Grund auf die Chance, auch im Anschluss einen festen Arbeitsplatz zu bekommen. Wer Metallblasinstrumentenmacher lernt, ergreift einen der seltensten Berufe Deutschlands. Die Ausbildung wird nur an 3 Standorten bundesweit angeboten. Das zu sehen, wie Dinge entstehen, das ist das wirklich Wunderbare daran. Eben zu sehen, wie aus den Einzelteilen dann ein fertiges Instrument wird. Wunderbar. Und wunderbar ist es auch, wenn am Ende ein Musiker sein individuell gefertigtes Instrument mit dem perfekten Klang in den Händen hält. Scheint gut zu klappen mit dem perfekten Klang. Wir drücken natürlich die Daumen, dass sich neue Azubis finden.